Heimann, der frühere Mannschaftsbetreuer, hatte sich das ausgedacht. Am Nachmittag feierten dann 60.000 Besucher im Parkstadion ein Volksfest. Wer war deutscher Fußballmeister 1935? Ja! Wer war deutscher Fußballmeister 1937? Ja! Wer war deutscher Fußballmeister 1939? Ja! Wie gefällt Ihnen das denn hier? Super, einfach Spitzenklasse. Echt? Sieht man das nicht? Stimmung, ja. Überhaupt, also manche Fernsehsendungen, die haben nicht so viele Zuschauer wie die Schalker beim Aufstieg. Gespielt wurde übrigens auch. Schalke trennte sich 3:3 von Fürth, wurde Erster der zweiten Bundesliga, musste sich dann vor dem nicht mehr zu bremsenden Volk in Sicherheit.